Joachim Jambi steht wegen seiner knallharten Bewertung bei Let's Dance seit Jahren in der Kritik. Nachdem er erneut fies gegen Cora Schumacher gestichelt hat, bekommt diese jetzt Unterstützung von Ex-Ralf Schumacher. Der Ex-Rennfahrer fordert Jambis Rauswurf aus der Tanzshow. Cora Schumacher? Abrechnung mit Let's Dance Juryoberhaupt Joachim Jambi. Frauenfeindlicher Mann. Die neue Let's Dance Staffel hat gerade erst begonnen. Doch schon jetzt bekommt Joachim Jambi, 58, reichlich Gegenwind. Der Grund, das Juryoberhaupt seit Staffel 1 bewertet die teilnehmenden Promis auch in diesem Jahr wieder knallhart und macht dabei auch vor Beleidigungen und fragwürdigen Vergleichen keinen Halt. So musste in Show 1 nach Crescenzi Cavazzis, 34. Cha-Cha-Cha erneut Cora Schumacher, 46, als Negativbeispiel herhalten. Das war so schlecht damals, da habe ich ja die einzigen Minuspunkte gegeben, so Jambi. Selbst Daniel Hartwig, 44, ging diese Stichelei zu weit, so dass er forderte. Können Sie Cora Schumacher nicht endlich in Ruhe lassen? Auch Cora Schumacher ist der wiederholte Diss von Jambi nicht entgangen. In ihrer Instagram-Story zog die ehemalige Promi-Big-Brother-Teilnehmerin erst den Vergleich zu Dieter Bohlen und wetterte schließlich, seit 8 Jahren ertrage ich nun das öffentliche Shaming dieses frauenfeindlichen Mannes. Diese deftigen Beleidigungen bis hin zum Mobbing kann ich einfach nicht mehr nachvollziehen und verletzen mich sehr. Als Cora 2015 an Let's Dance teilnahm, hatte sie gerade die Scheidung von Ralf Schumacher hinter sich und zeitgleich mit einer Lungenentzündung zu kämpfen. Die harte Kritik von Jambi damals findet sie deshalb auch heute noch mehr als unangebracht. Gegenüber Bild stellte sie klar: Mir ging es körperlich und seelisch sehr schlecht, was Herr Jambi, RTL und mein Tanzpartner wussten. Trotzdem lässt RTL es seit 8 Jahren zu, dass Jambi sich in jeder neuen Let's Dance Staffel lustig über mich macht. Das ist doch diskriminierend. Unterstützung von Ex-Mann Ralf Schumacher. Einsicht zeigt Joachim Jambi nicht wirklich, er hat Cora Schumacher jedoch ein klärendes Gespräch angeboten. Ob sie darauf eingehen wird? Eher unwahrscheinlich. Nach dieser erneuten Auseinandersetzung mit dem Punkterichter kann die 46-Jährige aber immerhin auf Ex-Ralf Schumacher, 47, zählen. Dieser repostete auf Instagram ein altes Let's Dance-Statement. Darin forderte er schon vor einem Jahr, dass Jambi aus der Jury der Tanzshow fliegen muss. Lieber Herr Jambi. Liebe Leute der RTL, ihr habt euch kürzlich von jemandem getrennt, der angeblich auch nicht mehr in die Zeit passt mit seinen Äußerungen. Und ich muss sagen, Herr Jambi passt schon lange nicht mehr in die Zeit. Mit seiner Bewertung zu Coras Performance sei Jambi damals unter die Gürtellinie gegangen, so der Ex-Rennfahrer. Dass der 58-Jährige nicht auf die immer wieder aufkommende Kritik reagiert, stimmt Ralf wütend. Meine Meinung hat sich nicht geändert und ich verstehe auch nicht, warum er immer weitermacht. Scheinbar ist er stehen geblieben.